Wake. Ich schrieb eine Horrorgeschichte, die wahr wird. Thomas Zane tat dasselbe in den 70ern. Keinen Schritt weiter. Wenn ich dem Dunkel weiter gehorche, wird meine Geschichte Alice nicht retten. Es ist eine Horrorgeschichte. Niemand wird überleben. Sie kannten Zane! Thomas Zane! Sie sind die Lady des Lichts aus dem Song. Er ließ etwas zurück, was mir hilft. Den Klicker. Alan dachte daran, als er am Cauldron Lake stand. Den Klicker in der Hand. Er atmete tief ein und sprang. Ich kann jetzt zu ihr. Ich kann es beenden. Ja, Episode Nummer 6. Da sind wir mittlerweile schon angekommen. Es gibt hier noch eine kleine Sequenz und ich sollte eigentlich nicht dazwischen schnüppelchen, aber ich mach's. Ich bin wieder ruhig. Ich hatte einen Kater. Mein Kopf war kurz vorm Explodieren und das Licht tat mir in den Augen weh. Ich brauchte meine Sonnenbrille und Schmerzmittel. Ja, wir sind jetzt hier wieder in New York. 2 Jahre zuvor. Wir brauchen Schmerzmittel und eine Sonnenbrille. Okay, die Sonnenbrille haben wir schon mal hier. Schmerzmittel nehme ich mal an. Okay, sind sicherlich im Bad. Ja, da sind sie auch. Die Pillen wirkten schnell. Die Aussicht, wach zu sein, schien langsam etwas erträglicher. Okay, alles klar. Mal schauen, was hier passiert. Oh, das sind aber fette Klorollen da. Okay, was passiert jetzt hier? Was gibt's hier? Auf dem Anrufbeantworter war eine Nachricht für mich. Okay, dann hören wir mal ab. Eine neue Nachricht. Schläfst du noch? Aufgewacht, Sonnenschein! Du solltest deine Show auf dem Rekorder haben. Falls Alice nicht zu sauer war, um sie aufzuzeichnen. Sie hat mich heute früh angerufen und zur Schnecke gemacht. Okay, wir haben es letzte Nacht wirklich etwas übertrieben, aber diese Partys gehören eben zum Geschäft. Hör zu, ich sage dir das als Frau. Sie tun deiner Karriere keinen Gefallen damit, wenn sie versucht, dein Leben zu bestimmen, okay? Bis später, sieh dir die Show an. Okay, wir sollten mal den Fernseher einschalten, da soll es dann eine Show geben. Machen wir das mal nebenbei auch eine wirklich schöne Hütte, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Gut, dann gucken wir mal. Oh, cool, richtige Schauspieler. Wir haben heute Abend eine großartige Show. Ich spreche mit dem Bestseller-Autor Alan Wake über sein neues Buch The Sudden Stop. Ja, liest sich gut. Kaufen Sie. Hey, es liest sich wirklich gut. Irren Sie. Ganz ehrlich. Ist das klug? Nein, aber ich tue es trotzdem. Ich habe hier Leute, die mir Inhaltsangaben für Bücher schreiben. Aber das hier habe ich wirklich von vorne bis hinten durchgelesen. Ich meine, ich bin ein großer Fan. Wow, danke. Das mag jetzt denen, die das Buch noch nicht gelesen haben, zu viel verraten. Also angesichts der Verkaufszahlen den 2 Menschen, die das Buch noch nicht gelesen haben. Aber dieses neueste Buch dreht sich nur um den Tod der Hauptfigur. Des knallharten New Yorker Detectives Alex Casey. Das hat für einige entrüstet. Wieso zum Teufel haben Sie Casey sterben lassen? Was haben Sie sich dabei gedacht? Und tschüss. Nein, im Ernst. 7 Jahre und 6 Bücher sind eine lange Zeit. Mit einem so miesepetrigen Kerl die Arbeitszeit zu verbringen, es hat Spaß gemacht, aber es wird Zeit für was Neues. Beim nächsten Buch widme ich mich ganz neuen Dingen. Sie selbstsüchtiger Mistkerl. Denken immer nur an sich selbst. Sie haben uns über die Jahre in der Tat gut unterhalten. Jetzt, da Sie es erwähnen, Casey war ein miesepetriger Kerl, hatte nie viel Glück in seinem Liebesleben. War das in irgendeiner Weise autobiografisch? Ja, tatsächlich. Caseys Freundinnen starben ihm echt häufig weg. Bei Casey ging es immer nur um seinen Schmerz. Nein, da steckt nichts Autobiografisches drin. Ich bin glücklich verheiratet. Meine Frau ist meine Muse. Meinen Glückwunsch. Schön, das zu hören. Also, wie läuft Ihre Werbetour bislang so? Gut, toll. Aber ich bin auch froh, wieder zu Hause in New York zu sein. Sie waren in letzter Zeit tatsächlich oft in Nachrichten. Jede Menge Partys und... Ja. Sie haben sich mit einem Paparazzo gemacht. Oh Mann, der Typ ging mir echt auf die Nerven. Ich bin ausgerastet. Ja, das war nicht cool. Sie sind berühmt für Ihr Temperament.
Und ich habe auch ein paar Bücher geschrieben. Ihr neuester Roman heißt The Sudden Stop und ist jetzt überall im Handel erhältlich. Kaufen Sie es auf der Stelle, Sie beiden dort draußen, die es noch nicht haben. Meine Damen und Herren, das war's mal wieder. Ich möchte allen heutigen Gästen danken. Alan Wake, Sam Lake, schneiden Sie noch mal die Grimasse für uns, Sam, eh? Danke. Und für die Musik sorgte die Band Poets of the Fall. Danke und gute Nacht. Ich habe nichts Dämliches gesagt, falls du das meinst. Okay, du Buffel. Willst du eine Aspirin? Geht es jetzt um die Trinkerei? Weißt du was? Leg dich wieder hin, Alan. Was? Redest du nicht mehr mit mir? Heute Morgen war ich wütend, weil du gesagt hast, du kommst um Mitternacht und du bist morgens um 7 aufgekreuzt und mitten im Satz eingeschlafen. So, das war's. Bist du wütend? Diese verdammte Tour! Sie ist außer Kontrolle! Oh, Liebling. Sie ist fast um, oder? Dann wird alles wieder normal. Dann kannst du endlich wieder schreiben. Tut mir leid, Liebling. Alan, du bist ganz durcheinander. Geh einfach duschen und wieder ins Bett, ja? Ja. Du hast recht. Tut mir leid. Wenn das vorbei ist, lass uns verreisen. Ein Urlaub. Nur du und ich an einem ruhigen Ort. Oh, jetzt hatte ich mal ganze 6 Minuten lang Pause und hatte nichts zum Labern. Es war sehr viel Story. Irgendwie war der Klicker der Schlüssel. Oh, das ist immer noch nicht zu Ende, mein Gott. Ich musste zum Cauldron Lake zurück und Alice retten. Ich gehe zurück zum See, um es zu beenden. Ich schreibe ein Ende für die Geschichte aus dem Manuskript. Und zwar nach meiner Vorstellung, um alles wieder gut zu machen. Wieso kannst du das nicht hier schreiben? Die letzte Seite steckt noch in der Schreibmaschine. Ich muss erst alles genau durchlesen. Es muss einfach alles stimmen. Zane hat ein paar Abkürzungen versucht und das ging nicht gut. Okay, es kann losgehen. Tut mir leid, Sarah. Ich muss das hier alleine machen. Barry, nimm ihre Waffe. Miss Weaver, schließen Sie die Tür, wenn ich gehe. Oh, Barry heult. Wir sehen uns später. Als ich rauskam, war es warm und sonnig. Ich hatte den Schalter des Klickers gedrückt. Hatte er das bewirkt? Ich hatte keine Zeit für Fragen. Ich musste das Sonnenlicht nutzen, um zum See zu kommen. Auf Zanes Seite am Rande des Cauldron Lake und war kurz davor, den Klicker zu benutzen. Dorthin war ich unterwegs. Darf ich selber fahren, bitte? Allein im Tageslicht. Umgeben von der Schönheit des pazifischen Nordwestens fiel es mir schwer, noch ein letztes Mal den Zweifel runterzuschlucken. Ich konnte immer noch alles auf einen Traum schieben, eine Wahnvorstellung. Ich besaß genug Fantasie, um mir sowas auszudenken. Die ganze Zeit allein in der Hütte, gefangen in einer Geschichte in meinem Kopf, von der Trauer über Alice Tod in den Wahnsinn getrieben, so wie Hartman behauptet hatte. Ich würde es nie erfahren. Ich redete mir ein, dass es eigentlich bedeutungslos war. Mein Kurs stand fest. Okay, alles klar. Wir müssen jetzt zum Cauldron Lake und ich kann selber fahren. Wie schön ist das? Ich liebe Autofahren. Ja, ja, so wie es aussieht, scheint Alan Wake so langsam ein Ende zu finden. Hoffe ich zumindest. Es ist bisher ein sehr, sehr gut erzähltes Spiel. Es ist ein Wahnsinn. Ich finde auch Alan Wake mittlerweile sehr cool als Helden mittlerweile. Es ist einfach ein cooler Typ irgendwie. Sympathisch. Und ja, gucken wir uns aber noch ein bisschen um. Vielleicht finden wir hier doch noch irgendwas, was interessant sein könnte. Abwegs des Weges. Ist das Deutsch? Nee, ist wieder kein Deutsch. Ich finde das andere Auto allerdings ein bisschen cooler. Das ist jetzt hier so meine GTA-Krankheit. Ja, wenn ich ein cooleres Auto sehe als das, was ich habe, dann muss ich natürlich gleich haben. Okay, alles klar. Oh, das ist jetzt, ja, die Steuerung ist natürlich nicht so schön. Ich möchte wissen, was da oben steht. Ich möchte wissen, was da oben steht. Was steht hier? Majestic Hotel. Comfortable Beds. Clean Rooms. Ja, ja. Wireless Internet. Alles klar.
Gut, dann schauen wir, dass wir hier weitergehen. Was gibt's denn hier? Gibt's da irgendwas? Nee, da gibt's gar nichts. Okay. Gut, gut, gut. Dann fahren wir hier schön durch die Landschaft. Das ist eigentlich auch eine wunderschöne Landschaft. Also hier würde ich gerne mal ein bisschen Urlaub machen. Oh. Na toll. Na toll. Ist der Weg blockiert? Warum ist der Scheißweg blockiert? Muss ich jetzt irgendwie einen anderen Weg finden? Gibt es überhaupt einen anderen Weg? Was passiert, wenn ich da Vollgas reinfahre? Ich versuch's mal. Oder ist eine Thermoskanne? Das interessiert mich aber nicht. Okay, mal schauen, was passiert, wenn ich da einfach Vollgas reinfahre. Nee, gar nichts. Kann ich vielleicht zu Fuß irgendwie da umlaufen, das Ding hier? Ja. Zumindest das geht. Aber wir haben jetzt kein Auto mehr. Jetzt muss ich wieder zu Fuß laufen. Gerade wo ich mich so gefreut habe, dass ich ein bisschen Auto fahren darf. Und wieder so eine Vision und dann ist es dunkel. Oh. Toll, 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 toll. Die schöne Kulisse hatte nicht lange überlebt und jetzt sind hier wieder Schattenwesen unterwegs. Und wollen uns mit Äxten beschmeißen. Und uns wahrscheinlich auch damit töten, ja. Und die treffen auch immer so gut. Die sind echt sehr zielig. Genau, diese Schweine hier. Hau ab, komm, hau ab, Junge. Hau ab, du scheiß Dinge, was du in der Hand hast. Gut, 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 es wird wieder finster. Es ging ja auch ziemlich schnell, jeder Tag-Nacht-Wechsel. Oh, und ein Rabe und daneben eine Manuskriptseite. Das ist natürlich sehr schön. Okay, was steht da? Das Dunkel will Weg aufhalten. Das Dunkel versuchte nicht mehr, den Schriftsteller zu fangen, damit er das ersehnte Ende verfasste. Der Schreiber wusste zu viel. Er war zu stark und trug eine Waffe, die Thomas Zane hinterlassen hatte und die das Dunkel verletzen konnte. Jetzt tat es alles, um den Schreiber davon abzuhalten, Cauldron Lake zu erreichen und damit seinen finsteren Ursprungsort. Ja, das ist mir bewusst natürlich, aber die werden es nicht schaffen. Da ist ein Auto, kann ich mit dem fahren? Autofahren ist immer cool. Ja, damit kann ich fahren. Alles klar. Das ist ein Lincoln. Steht zumindest hinten links. Okay, wir können auch... Wie geht das nochmal? Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Nee, nee, nee. Aussteigen nicht. Aussteigen wollen wir nicht. Weil oben ist die Anzeige gewesen für Licht. Ah, auf A. Alles klar. Auf A. Auf A geht das. Und hier stehen ja einige Autos rum. Aber wir brauchen nur eins. Oh, die kamen jetzt aus dem Nichts. Vorne steht auch einer rum. Wo bist du? Und du bist tot. Oh, hier links. Jetzt müssen wir natürlich ausweichen nach links, oder wie? Ist das eine Tankstelle? Schaut nach der Tankstelle aus. Oder auch ein Hotel. Eine Tankstelle oder ein Hotel? Kann man sich das denn auch vielleicht umsehen? Nee, interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht könnte man sich umsehen da drinnen, aber nee, mag ich nicht. Ich schaue lieber, dass es hier weitergeht. Oh, jetzt fliegen wieder... Scheiße, jetzt fliegen wieder die ganzen Sachen durch die Gegend. Komm, stirb und du stirb auch. Jawohl. Und... Ah, ich muss aufsteigen, oder? Ja, ich muss aufsteigen. Scheiße. Es ist wieder alles verbarrikadiert und man kann ja die Wagen nicht aus dem Weg räumen. Das ist natürlich scheiße. Das ist zwar ein bisschen unrealistisch, aber ja, egal. Hauptsache, es geht weiter. Gut, 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 gut. Schon eine Leuchtfackel wieder eingesammelt hier. Oh, wie lang? Oh. Oh, 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 oh. Wie lang ist denn das hier eigentlich? Ja, 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 schon gut. Ich weiß, ich muss euch... Ich muss euch beseitigen. Was zum Teufel? Ah, nee, 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 nicht wieder Poltergeister. Ich hasse das, ich hasse das. So. Mit Licht kann man ja alles schön bekämpfen. Okay. Ach, komm, hör auf. Oh, nee. Und da fallen wir in eine große, weite Tiefe und ins Nichts. Schade, 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 schade. Ich hasse Poltergeister. Habe ich das schon gesagt? Ja, ich habe es gesagt. Ich hasse sie immer noch. Es hat sich nicht viel daran geändert.
Vielleicht schaffen wir sie jetzt irgendwie. Gut, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Oh, oh. Und da fallen wir wieder runter. Ja, schön. Wenigstens kann ich ja an meine vorherigen Erfolge festhalten. So, scheiße, auf die Leuchtfackel hin. Das sieht mich jetzt hier nicht. Vielleicht müssen wir es auch ein bisschen langsamer angehen und die ganze Gegenstände erstmal hier loswerden. Bevor wir weiterlaufen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber wenn ihr mal seht, die ganze Brücke ist so ziemlich voll mit irgendwelchen Gegenständen, die uns um die Ohren fliegen könnten. Ja, komm. Okay. War doch noch irgendwas hinter mir, oder? Ja, hier. Boah, voll in die Fresse, Mann. So, sehr schön. Ja, schön mit der Ruhe, dann geht hier alles. Und dafür bloß keine Panik schieben. Mein fucking Face schon wieder. Hab ich das mit sonst geworfen? Nee, ich hab's mit sonst geworfen. So, gehen wir lieber zurück. Okay, okay. Schön, wenn die Sachen auch verschwinden. Das ist natürlich ein kleinerer Vorteil für uns dann wieder. Hört es auch irgendwann mal auf. Langsam nervt. Ja, Mann. Hört doch auf, Mann. Macht keinen Spaß mehr. Ich bin fast tot hier wegen die scheiß Gegenstände, was ich mir durch die Gegend fliegen will. Und schon wieder welche. Na, wir haben das. Ja, macht. Gibt es auch mal hier ein Ende mit dieser Brücke? Ah, oh, toll, jetzt kommt hier noch ein Bagger. Kommt der auch noch? Komm. Komm, schleif dich. Ah! Weh, ich muss den ganzen Weg wieder laufen, weil da habe ich jetzt keinen Bock. Dann mache ich jetzt einen Cut. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will schon wieder die ganze Brücke hier entlang laufen. Mann. Wieso kann das Spiel nicht zu Ende gehen hier? Ah, gut, wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Also bis dann, tschüss.